fast noch einen Unfall. Digga, sorry? Die hat mich nicht mal bemerkt. Fangen wir mit einem guten Morgen an, YouTube. Wie geht's euch? Ich hoffe gut. Mir geht's sehr gut. Danke der Nachfrage. Wie es vielleicht einige schon mitbekommen haben, kam am Mittwoch kein Video raus, wenn ich euch gleich den Grund dafür nenne, werdet ihr mich bestimmt auslachen. Also ich habe ein Video aufgenommen, so ist es nicht. Und die Datei ist auch noch ganz. Und gestern bin ich um 18 Uhr nach Hause gekommen. Mein Plan war, Bro, du hast 6 Stunden Zeit. Das schaffst du locker, das Video fertig zu machen. Jo, schaffe ich locker, oder? Wahrscheinlich, Digga. Ich hab's komplett verplant, Digga. Ich schau auf die Uhr, 12:30. Ich so, ja, okay, ich kann jetzt langsam schlafen gehen. Bis mir einfällt, da war noch was mit einem Video, was ich noch hätte machen sollen. Vor allem das Lustige ist, in diesem Video sage ich sogar noch kurz, dass ich es vielleicht nicht mehr hinbekomme, 3 Videos die Woche hochzuladen. Ja, moin. Einfach das Video habe ich nicht hochgeladen. Aber vielleicht ist es auch gut, dass ich das nicht hochgeladen habe, weil ich muss ein bisschen mehr schneiden. Dies hat den Grund, dass unsere wirklich heißgeliebten Mitfahrer im öffentlichen Verkehr, damit spreche ich alle Fahrradfahrer jetzt an, absolute sind. Aber das werdet ihr im Video sehen, weil das Video kommt am Montag. Bis dahin werde ich es vielleicht schaffen, die ganzen Ausdrücke so auszupiepen. Aber so schnell wie die anderen Videos wird das nicht, weil, ja, gegen Ende habe ich ein paar Exemplare gefunden, welche mich, ja, leicht aufgebracht haben, würde ich einfach mal behaupten. Also nur ganz leicht. Es wurde nur ein bisschen lauter im Video. Das ist fast gar nicht aufgefallen. Aber wir können echt kurz das Thema mit 3 Videos die Woche auffangen, weil das Wetter in Deutschland, natürlich jetzt ist es schön. Hättet ihr das Wetter gestern gesehen, es war mittagsüber schön, während ich arbeite, dann fahre ich langsam nach Hause. Es war immer noch schön, aber nicht so geil. Dann auf einmal in der Nacht, innerhalb von einem Monat, ist 3-mal die Welt untergegangen. Junge, kann das Wetter nicht einfach normal sein? Und aus dem Grund wird es halt für mich persönlich schwer, 3 Videos die Woche jetzt noch zu produzieren. Das liegt einfach daran, ich brauche pro Video einen Tag. Also jetzt mit der Aufnahme meine ich. Und wenn ich eh Glück haben muss, um überhaupt 3 schöne Tage zu erwischen die Woche, wo ich fahren kann, dann würde ich die gerne so halt auch für mich nutzen. Versteht ihr? Weil, ob ihr es glaubt oder nicht, ich fahre hobbymäßig gerne Motorrad und dann würde ich auch gerne einfach mal so ein paar Sachen fahren, die halt fürs Video mega langweilig sind. Aber einfach so für mich, damit ich die mal ein bisschen fahre oder dass ich halt nicht die ganze Zeit reden muss. No joke, wenn ich manchmal so privat, Bro, was geht denn ab? Überall Unfälle. Wo war ich stehen geblieben? Wenn ich so privat jetzt nur für mich fahre, wenn die Cam aus ist und alles. Ey, es gibt Momente, wo ich echt gefühlt eine Stunde lang fahre und kein Wort sage. Wo ich einfach nur alles so für mich genieße. So die Tatsache, dass ich fahren kann, die Tatsache, dass schönes Wetter ist. All dies, das. Und wenn ich mich jetzt zwingen muss, 3 Tage die Woche zu fahren, um ein Video hochzuladen, dann ist es halt irgendwann auch kein Hobby mehr. Und ich will nicht, dass mir die Lust am Fahren vergeht. Ich kann euch sagen, es gibt Tage, wo wirklich 25 Grad draußen ist, kein Wölkchen am Himmel. Und ich denke mir, ich habe einfach keinen Bock aktuell zu fahren. Was natürlich scheiße ist, eigentlich sollte ich da fahren, aber wie gesagt, es ist ein Hobby von mir und ich tue das, weil ich Lust drauf habe und nicht, weil ich es machen muss. Deswegen ist das mit den 3 Videos die Woche aktuell ein bisschen kompliziert. Ich werde so lange durchziehen, wie ich kann, aber ich kann halt nicht garantieren, dass es noch lang so weitergehen wird. Und spätestens ab Herbst, Winter kann man es eh komplett vergessen, Digga. Also ja, das Video ist vielleicht ein bisschen kurz. Die Aufnahme geht jetzt 20 Minuten, 15 Minuten, sowas. Was halt echt mega kurz ist, aber ich glaube, den größten Teil davon rede ich halt. Deswegen werde ich nicht viel rausschneiden. Ne? Also kurz zusammengefasst, warum kein Video kann, weil ich komplett dumm bin und komplett verplant habe, dass ich noch ein Video cutten muss. Warum in Zukunft vielleicht keine Videos kommen, einfach aus dem Grund, dass ich mich nicht zwingen will, ein Video zu machen, wenn ich es nicht will. Und nicht jede Fahrt, die ich mache, aufnehmen muss, weil ich gern auch selber für mich fahre. Und wenn ich nur 3 Tage die Woche habe, an denen ich fahren kann, würde ich gern einen Tag davon halt für mich nutzen, wo ich einfach in Ruhe fahren kann. Warum bin ich hier in den Stau reingefahren, Mann, Junge? Was ist denn los in dieser Stadt, Mann? Jetzt sperren die einfach. Boah, Junge. Digga. Kannst du hier auch bitte vorangehen, Mann? Fast noch ein Unfall. Digga. Digga, komplett lost, die Leute. Ohne Spaß, Mann. Sorry? Darf man wieder fahren? Danke dir. Was war jetzt? Achso, irgendein Großeinsatz. Beep.
komplett dumm im Kopf, Mann. Die hat mich nicht mal bemerkt. Ah, YouTube. Damit sag mal tschüss, oder? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da und abonniert den Kanal. Genießt das schöne Wetter. Hoffentlich hält es noch an. In Deutschland weiß man ja nie, da kann sich ja in 5 Minuten ändern. Bleibt mir gesund und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ihr wisst Bescheid. Yalla.